Viele Kinder haben Angst im Dunkeln. Das ging mir früher auch so. Das Licht musste auf dem Flur anbleiben und die Tür immer einen kleinen Spalt weit offen. Ich war beruhigt, wenn ich im Bett lag und die Stimmen meiner Eltern gehört habe. Und träumte ich schlecht, dann ging ich ins Schlafzimmer und legte mich ins elterliche Bett. Ein starker Hort, zu dem ich immer fliehen konnte. Sicherheit, Geborgenheit und Wärme. Heute habe ich keine Angst mehr vor der Dunkelheit. Ich bin ja auch erwachsen. Aber Erwachsene haben Angst vor anderen Dingen. Vor Verlust zum Beispiel. Davor, dass den geliebten Menschen etwas zustößt. Den Kindern, dem Partner oder den Eltern. Angst vor Krankheit. Gerade jetzt in diesen Zeiten. Erwachsene haben auch Ängste, die finanzieller Natur sind. Existenzängste. Angst um den Job. Angst, ob alle Rechnungen bezahlt werden können. Manchmal auch Angst vor anderen Menschen. Vor ihren Reaktionen, die mitunter so schwer einzuschätzen sind. Angst vor Menschen, die Hass und falsche Informationen verbreiten und dabei so laut und so aggressiv sind. Und manchmal werden auch Ängste, die man schon lange überwunden meinte, plötzlich wieder real. Ältere Menschen erzählen, dass sie die Corona-Krise an die Zeit nach dem Krieg erinnert und an die Gefahr durch Typhus und Tuberkulose. Manch einer wird in der Isolation an seine Kindheit erinnert, wie das war, als er nach der Mutter rief und sie nicht kam, wenn niemand kam. Manchmal stellt sich eine Angst ein, die man selber gar nicht beschreiben kann, die völlig diffus ist, die uns vor Rätsel stellt, die man nicht zuordnen kann, die aber trotzdem da ist. Ängste sind immer auch ein Schutz. Wir entwickeln Ängste, weil sie eine Überlebensstrategie sind, weil sie uns helfen, im Leben klarzukommen. Aber es muss auch etwas gegen die Angst geben, etwas, das uns da rausholt, weil das Leben mehr als nur Überleben ist, mehr als nur eine Strategie. Und mehr als nur ein Durchhalten. Sei mir ein starker Hort, zu dem ich immer fliehen kann, der du zugesagt hast, mir zu helfen, heißt es im 71. Psalm. Und der Psalmbeter erinnert Gott an ein Versprechen. Du hast gesagt, dass du mir immer hilfst. Das war das Versprechen von Gott an uns Menschen. Und daraus folgt die Bitte, also sei mir ein starker Hort, zu dem ich immer fliehen kann. Hort, das meint ein Ort, wo es sicher ist, wo man Schutz findet. Ein Ort, der wie das elterliche Bett in meiner Erinnerung ist. Oder wie die Arme eines geliebten Menschen. Wie das Zuhause. Ein Ort, wo die Angst nicht mit reinkommt. Wo sie draußen bleiben muss. Wohin wir uns zurückziehen können, wenn alles andere zu zerbrechen droht. Für mich ist Gott so ein Ort. Ein starker Hort, zu dem ich immer fliehen kann. Wo die Angst nicht mit hin kann, weil Gott die Angst besiegt. Aber wo kann ich Gott finden? Die Frage stellt sich manch einer unserer Gläubigen, gerade jetzt, wo wir uns in den Kirchen nicht versammeln können. Die meisten Kirchen sind tagsüber offen, unsere in Dömitz zum Beispiel, und da kann man Gott vielleicht finden. Aber Gott ist nicht nur in der Kirche, und das ist beruhigend. Gott ist auch im Gebet, Gott ist in der Musik, in der Literatur, in der Kunst, Gott ist in der Bibel und Gott ist in der Natur, im großen, weiten Himmel. Gott ist in meinem Gegenüber. Und in den Menschen, die ich liebe. In unserem Nächsten finden wir Christus, heißt es. Gott ist sogar in mir selbst, in meinem Herzen. Und letztlich, Gott steckt auch in Leid und in der Angst selber. Denn das hat er ja auch erlebt, als er damals am Kreuz hing, verlassen, als er rief und keiner antwortete. Unser Gott ist kein großer und starker Held, sondern einer, der am Kreuz gestorben ist. Normalerweise sterben Götter nicht an Kreuzen, habe ich letztens in einem Buch gelesen. Aber unser schon. Und genau das ist seine Stärke. Denn nur so kann er Trost und Hoffnung geben. Wem würden wir uns eher anvertrauen in Notsituationen? Einem, der immer strahlt, immer lacht, immer gewinnt und dem alles gelingt? Oder einem, der selber Narben hat und Verletzungen vom Leben davongetragen hat? Einer, der erfassen kann, wovon ich rede, wenn ich von Angst und von Leid spreche. Mein Gott ist einer, der auch schwach sein kann, der auch Angst hat, der authentisch ist, der Gefühle zeigt und nicht abstrakt bleibt. Und genau aus diesem Grund kann ich mich ihm anvertrauen. Deshalb ist er mein starker Hort, zu dem ich immer fliehen kann.